Franziska, was ist denn der Unterschied zwischen der Mind Mirror Coach Ausbildung und der Mind Right Coach Ausbildung? Und diese Frage hat mir letztens auch eine wunderbare Redakteurin der Cavallo gestellt und hat dann selber erlebt, was dieser Unterschied ist. Also, in der Mind Mirror Coach Ausbildung ist das Ziel, dass du hinterher mit Menschen arbeitest, wie zum Beispiel Unternehmen, Privatpersonen, und alles findet am Boden statt. Das sind keine Pferdemenschen. Ja? In der Mind Right Coach Ausbildung lernst du, wie du quasi nur mit Pferdemenschen, sprich Reitern oder Reiterinnen natürlich, oder halt auch Menschen, die du im Horsemanship-Training trainierst. Ja, also es geht immer um Pferdemenschen, mit denen arbeitest du hinterher. Und das Besondere und auch ja, das Einzigartige an der Mind-Right-Coach-Ausbildung ist, dass dieser Ansatz nicht nur komplett neu ist und alles gerade revolutioniert, ja, weil wir arbeiten da nicht mit diversen Techniken. Die kennst du als Reitlehrer, die kennst du als Trainer, die kennen deine Reitschüler. Es geht darum, dass du mit dem Menschen arbeitest und dass du schaust, wieso funktioniert das nicht mit dem Pferd. Du schaust hinter die Kulissen. Und das alles lernst du in der Mind-Ride-Coach-Ausbildung, wie du hinterher Menschen in ihrer Reiterkarriere oder als Freizeit oder Freizeitreiter dahin begleitest, dass sie sich sicher fühlen mit ihrem Pferd, dass sie Ängste überwinden, dass sie glücklicher sind mit ihrem Pferd, dass die Kommunikation tiefer und intensiver wird, und du schaust wirklich hinter die Kulissen, du arbeitest wirklich mit dem Menschen, du setzt bei der Persönlichkeit an, und das ist das Allerwichtigste, und das gibt es bisher nicht, das macht so niemand, und von daher bin ich ganz, ganz froh, dass ich da schon wieder Pionierin genannt werde, weil das ist wichtig. Genau das brauchen die Pferde gerade. Die Pferde brauchen keine Reiter, die noch mehr Techniken anwenden, sondern die Pferde brauchen Reiter, die erstmal an sich selber arbeiten, die dann die Pferde verstehen und die nicht nur hilflos den Druck erhöhen, nur weil sie nicht weiterkommen. Weil das will doch niemand. Niemand will seinem Pferd irgendwas Blödes tun. Aber automatisch aus dem Unterbewusstsein entstehen manchmal Handlungsweisen, die der Mensch eigentlich sich so gar nicht eingeplant hat. Also ihr Lieben, ich hoffe, ich habe den Unterschied ja einigermaßen klar für euch rausgearbeitet. Ansonsten greift zum Telefonhörer, ihr wisst, wie und wo ihr mich erreicht. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe, eure Franziska.